Also würde ich jetzt mal sagen. Oh, ist auch wieder richtig tief. Gehen wir mal hier außen rum. Wasserrutsche. Ui. So. Ups, nicht so schnell. So, wo war die jetzt? Hier ist auch eine, interessant. Finden wir was Gescheites? Nee. Oh. Geh weg. Ich brauche unbedingt eine Rüstung. Da ist die. So, unser nächstes Ziel ist die Höhle. Einmal hoch. Wir müssen wieder was essen. So. Eine Schaufel wäre dann auch nicht schlecht. Habe ich jetzt die Kiste wieder mitgenommen? Ja. Also, die Workbench. Sonst können wir nicht mehr worken. Aha. So. Hier. Hier. Oh, geh ich schon zu hoch oder geht das noch? Nee, wir sind schon drüber oder nicht? Sind wir nicht schon drüber? Nee. Okay. Na toll. Ich habe mich jetzt richtig auf eine große Höhle gefreut und was war? Nix. Oh wei. Was eine Enttäuschung. Obwohl. Wollt ihr mich verarschen? Wo geht's denn hin? Moment, von da kommen wir, ne? Ja. Dann gehen wir hier lang. Ich erhoffe, ich erhoffe mir eigentlich keinen Stress. Wir kommen mehr denn je. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Gerade noch so. So, Notsituation. Da brauche ich noch ein Schwert. Ne, Nummer 1. Und zwei hiervon. Ne, nehmen wir die. Das schon mal weg. So, wir haben die Ofenkartoffel. Wir haben soweit alles, was wir brauchen. Okay. Dann komm her. Komm her, du. Kluge Taktik. So, und wo sind wir jetzt? Wo kommen wir hier hin? Nein, die Höhle gefällt mir nicht. Die ist mir zu tief. Das Risiko gehe ich ja nicht ein. Vor allem ohne Rüstung. Nur ein Schwert. Das wird nichts.
Dann sehen wir mal, was wir hier so Schönes finden. Hier ist Lava. Es könnte sein, dass hier irgendwo dann auch Eisenblöcke sind. Mir fiel gerade der Name nicht ein. Ich habe irgendwann Silber gedacht und das Wort Eisen fiel mir einfach nicht ein. Wir können ja schon mal ein bisschen Holz mitnehmen. Das ist immer sehr schnell aufgebraucht. Und Saplings werde ich irgendwann auch einsammeln. Wenn ich weiß, was Saplings sind, das sind diese kleinen Sprösslinge, die dann aus den Blättern herausfallen. Aber das müssten eigentlich die meisten Minecraft-Zocker wissen. So, die Kuh, die grast. Und die Kühe gräsen. So. Weiter geht's. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir irgendwie im Kreis gelaufen sind. Sag mal. Kann es denn sein? Obwohl. Ja. 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 Wir sind im Kreis gelaufen. Aber wo war denn dann die andere Höhle? Die müsste auch dann auch hier irgendwo gewesen sein. Da. Also. Jetzt gehen wir mal wirklich schnurstracks diese Richtung. Mir fällt das eigentlich gar nicht so oft auf, wenn ich babbel halt. Also für mich babbel ich sehr viel. So. Jetzt können wir hier auch hoch. So. Obwohl Kohle kann man eigentlich nie genug haben. Nehmen wir den Rest hier auch noch mit. Wir müssen echt demnächst mal anfangen, uns irgendwie ein Häuschen zu bauen. Ich meine, das da vorne, was wir da gebaut haben, zuallererst, das war kein Häuschen. Das war nicht meine Kammer. Das war Mauseloch. Mauseloch kann man dazu sagen. So, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Richtung Heimat. Zivilisation. Dorfbewohnern. Zu dem anderen. Dass ich gerade übrigens den Als aufbaut. Oh shit. Ich spiele diese Musik, als würde gleich irgendwas Spannendes passieren. Weil wir eigentlich bloß hin und her tragen. Und ein bisschen Zivilisation suchen. Klar kann man jetzt in Minecraft nicht so von Zivilisation sprechen, also sind ja alles nur kleinere Dörfer. Aber es ist genau sowas, das brauchen wir. Denn jedes kleine Dorf kann eine Schmiede haben. Und jede Schmiede kann was Besonderes haben. Und dieses Besondere
ist für mich schon ein Eisenbarren. Der Dschungel. Das nächste Biom. Und trotzdem sind die Tintenfische immer dieselben. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Und eine Schmiede ist dabei. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft, ein Dorf zu finden. Oh mein Gott. Weizen. Zwar noch nicht durch, aber wir haben Weizen. Karotten habe ich gerade gesehen, haben wir auch schon. Rote Beete auch, das ist schon mal sehr gut. Das ist jetzt übrigens auch neu. Ich weiß nicht, ob es schon bei der 1.9 draußen war, aber Rote Beete ist jetzt auch mit am Start. Und Schlüssel etc. pp, wie ihr es auch immer sagen wollt. Genau, und dann jetzt auch Rote Beete Samen. Pflanzen die euch direkt mal wieder ein. Schön. Jetzt gehen wir erstmal zur Schmiede. Die ist hier. Und gucken nach, was der liebe Schmied uns zu bieten hat. Wenn er überhaupt was zu bieten hat. Geil. Sogar ein Dia. Oh oh. Irgendwas ist da draußen. Es bereitet mir keine Freude. Also schon mal das. Und das. Die lassen wir hier, die brauchen wir nicht. Was ist denn da? Wir haben schon wieder so viel Mist dabei. Aber das nehmen wir auf jeden Fall mit und das auch. So. Wer stellt uns jetzt da draußen? Das klingt. Das ist ein Baby-Zombie. Da kommt ein richtiger. Oh, holy. Holy shit. Komm her, du. Da ist der Baby-Zombie. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in ein Haus rein hier. Davor machen wir den hier weg. Manchmal klingt das Schlagen so ein bisschen wie ein Bogen, deswegen wundert mich manchmal, dass irgendwie ein Pfeil angeschossen kommt, aber mich irgendwie keiner trifft. Und nicht mehr in der Nähe ist. Wisst ihr? Ja, super. Wir nehmen jetzt einfach mal Kies und gehen da rein. Hallo. Na ihr. So. Dann nehmen wir das Bettchen. Und schlafen noch eine Runde. Wieso geht das nicht? Jetzt. So. Dann craften wir uns direkt mal. Na, wo ist er denn? Hier. Craften wir uns direkt mal ein Eisenschwert, das nämlich mehr Damage macht. Und hauen uns direkt mal zwei Truhen hier rein. Damit wir. Nicht so. Damit wir einfach mal die ganzen Sachen, die wir jetzt hier reingelegt haben, sorgfältig erstmal hier zwischenlagern können. Das muss ja nicht sorgfältig sein. Obwohl ich bin schon einer eher der Ordnung. Deswegen tun wir jetzt erstmal die Steine hier hin. Die 13 Steinchen können wir dann mitnehmen. Den Georiten nehmen wir auch mit als Stein verbauen. Das Holzschwert kann hier hin. Das lassen wir auch mal hier. Die lassen wir auch mal hier.
Die kann mit, die kann mit. Erde ist auch immer nützlich. Bisschen Holz auch.